Hi zusammen. Ich wollte unbedingt mit euch mal ein Glaskugel-Tutorial machen. Viele von euch haben sich das auch schon gewünscht und ihr seid mittendrin. Wie fotografiere ich mit einem Lensball? Los geht's. Ja, passend zur Marke hat Lens8 einen Lensball rausgebracht, ja, und zwar aus echten K9 Kristallglas heißt das, glaube ich. Ich blende euch die Specs mal ein. Das ist im Grunde eine hochgradig brillante Glaskugel, die wir verwenden, um schöne Fotos zu machen. Ja, ihr kennt solche kreativen Instagram-Fotos, wo so eine Glaskugel vielleicht im Bild liegt. Und ihr habt euch vielleicht schon oft gefragt, wie mache ich das und auf was muss ich achten? Und da gehe ich jetzt in diesem Video mal so ein bisschen drauf ein. Die Lens8 Glaskugel finde ich sehr cool. Die ist jetzt ganz neu im Sortiment. Übrigens, Lens8 sitzt in München. Wenn ihr dort was bestellt, habt ihr das meistens am nächsten, übernächsten Tag. Habt ihr auch einen deutschen Ansprechpartner und könnt auch umtauschen, wenn euch was nicht gefällt. Lens8 ist ja bekannt für Kamerareinigungszubehör, aber sie haben auch ein Stativ, ein relativ cooles und super Fotohintergründe und jetzt halt auch ganz neu den Lensball. Den haben sie mir zugeschickt. Deswegen blende ich jetzt oben Werbung ein, weil ich habe jetzt halt nicht selber gezahlt, aber der kostet auch nicht so viel. Ich schaue mal, ob ich noch einen Rabattcode für euch klar machen kann. Das ist aber noch nicht gesichert. Den findet ihr dort unten in der Videobeschreibung. Okay, also übrigens ganz cool auch. Eine sehr, sehr schöne Tasche dabei mit Gürtelschnalle zum Hinbauen an den Gürtel und sogar mit Tragegriff. Und natürlich ist ein großes Mikrofasertuch dabei, dass wir das Teil immer mit Mikrofasertuch in die Tasche tun können oder es halt rausnehmen können und polieren können, damit keine Fingertapper drauf sind. Okay, wie fotografieren wir jetzt mit einem Lensball? Ihr seht, so groß sind die gar nicht und viel mehr braucht man auch gar nicht. Ich würde euch nicht empfehlen, einen größeren zu kaufen. Ich selber habe mal einen großen besessen, der ist einfach nur bleischwer. Den nehmt ihr niemals mit und er wirkt auf dem Foto auch überhaupt nicht so groß. Ich dachte damals, ja, ich nehme natürlich einen großen, weil ich will, dass der groß im Bild ist. Das ist aber eigentlich Quatsch, weil gerade hier mit so einem Sigma 28-70 habt ihr so eine tolle Naheinstellgrenze, dass ihr auch weitwinklig, aber auch im Tele da sehr nah dran gehen könnt. Und dann wirkt er auch riesig, dann braucht ihr keine größere Kugel dazu. Ja? Okay, wie fotografiere ich jetzt so einen Lensball? Wichtig ist, dass ihr euch einen interessanten Punkt sucht. Was ihr wissen müsst, ist, dass wenn ihr einen Lensball fotografiert, dass alles, was ihr in dem Lensball seht, auf dem Kopf steht. Das ist ein ganz cooler Effekt, denn dann können wir später in der Nachbearbeitung mit dem Programm, das ihr verwendet, Lightroom zum Beispiel, können wir das Bild auf den Kopf stellen und dann ist alles, was in der Kugel ist, richtig herum. Und das führt dazu, dass der Betrachter schon ein, zwei Sekunden länger an eurem Instagram-Bild hängen bleibt, weil er sich kurz denkt, hä, irgendwas ist hier falsch. Weil nämlich die Landschaft auf dem Kopf steht, aber alles richtig herum in der Kugel zu sehen ist. So, das ist schon mal so ein kreativer Tipp von mir. Ihr könnt das Bild auch später einfach ein bisschen umdrehen. Ja? So, dann könnt ihr den Ball mittig, also die Kugel mittig platzieren im Foto oder so ein bisschen geschickt auf einem goldenen Schnittpunkt oder auf den Kreuzungslinien der Drittellinien so ein bisschen auf die Drittellinie links außen positionieren. Ich würde euch empfehlen, ihn nicht zu klein zu fotografieren, denn dann wirkt einfach die Umgebung viel zu stark in das Bild rein und der Lensball wird sehr, sehr klein. Also er sollte schon eine gewisse Größe im Bild einnehmen, dass der Betrachter direkt mal auf die Kugel schaut und nicht auf das, was im Hintergrund ist. Und da sind wir schon beim Thema Hintergrund. Den solltet ihr nicht zu hart werden lassen, aber auch nicht zu weich. Ich kenne viele Lensball-Tipp-Seiten, die sagen, fotografiert so eine Kugel möglichst mit der offensten Blende eures Objektivs. Aber wenn ich so die Bilder durchschaue, die ich damit aufnehme, dann stelle ich sehr häufig fest, dass ich meistens doch auf eine F5 oder F8 sogar abblende, weil ich eben den Hintergrund nicht zu weich werden lassen will. Außerdem gefällt mir das nicht, dass dann die Kugelränder auch zu weich werden. Wir fokussieren ja in die Kugel hinein. Also alles, was in der Kugel ist, sollte scharf sein. Da soll der Fokus sitzen. Das schafft der Autofokus ganz gut. Besser ist natürlich, ihr nehmt den manuellen Fokus und probiert das mit der Fokuslupe, ob das wirklich passt. Wenn ich natürlich so fotografiere, dann kann ich die Fokuslupe nicht nehmen. Dann muss ich mich auf das kleine AF-Feld einfach verlassen, dass die Kugel innen drin scharf gestellt wird und nicht der Rand. Das ist nämlich wichtig. Ihr sollt nicht den Rand scharf stellen, sondern das Innere der Kugel. Und wenn ihr dann eben mit einer offenen Blende von 2,8 oder 1,4 arbeitet, dann ist mir dieser Rand nicht scharf genug. Alles wirkt zu weich. Der Hintergrund ist auch nicht mehr so richtig im Kontext von dem, was in der Kugel ist, scharf abgebildet und von daher finde ich, verliert das Bild so ein bisschen. Ich würde euch empfehlen, blendet durchaus auf eine F5 oder F8 ab. Natürlich nur, wenn ihr auch schön nah dran seid, nicht wenn ihr jetzt irgendwie die Kugel irgendwie sehr klein ins Bild legt, dann
ist es eh schwachsinnig, ja. Aber ich meine eben so in dem Nahbereich, wenn ihr die Kugel fotografiert, nimmt ruhig eine F8, eine F4, ist schon sehr offenblendig. Denn das sorgt eben dazu, dass euer Hintergrund nicht zu weich wird, aber auch nicht zu scharf ist. Er sollte schon so in einer angenehmen, mittleren Weichheit sein, dass der Betrachter kapiert, was er noch im Hintergrund schemenhaft erkennt. Denn wenn das zu weich wäre, dann wäre das Bild auch irgendwie komisch, weil dann würde man gar nicht richtig checken, warum hält er überhaupt eine Kugel ins Bild. Es ist immer besser, man erkennt noch, was im Hintergrund drauf war. Übrigens auch cooler Tipp, ich habe ja mal Milchstraße damit auch fotografiert. Das war mit der Canon R7, die hat nur einen APS-C-Sensor, das war jetzt so ein bisschen verrauscht. Das muss ich unbedingt nochmal mit einer Vollformatkamera nachholen. Auch das ist mal ein cooler, außergewöhnlicher Tipp, das Teil einfach mal nachts mitzunehmen und hier die Sterne da drin scharf zu stellen. Und dann habt ihr halt die Milchstraße hier scharf drin und im Hintergrund habt ihr so coole Bouquetbälle von der Milchstraße dann drin. Das ist auch noch so ein schöner Tipp. Also das ist echt nicht schwierig, das kann jeder. Das könnt ihr sogar mit dem Smartphone relativ gut umsetzen. Legt die Kugel irgendwo hin in einen geschickten Ort, wo ihr vielleicht Fluchtlinien habt, wo ihr irgendwas Interessantes im Hintergrund habt, und dann könnt ihr halt einfach dafür sorgen, dass der Betrachter zum Staunen kommt. Wie gesagt, das Innere der Kugel scharf stellen, nicht den äußeren Rand, und dann eben die Blende so weit aufmachen, dass aber der Hintergrund nicht komplett weich wird. Brennweite, auch so ein Punkt, habe ich schöne Fotos gemacht mit einem Weitwinkelobjektiv, also hier 28 oder 24 mm. Das hat den Vorteil, dass ihr sehr viel weitwinklig von der Landschaft noch mit reinnehmt oder von dem Gebäude, an dem ihr dran steht. Aber ich habe auch bis 50 mm sehr gute Erfahrungen gemacht. Alles darüber hinaus, also 90 mm, finde ich persönlich nicht mehr so schön, weil halt der Hintergrund schon sehr weich wird und auch stark beschnitten wird. Okay, ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal ein paar Tipps geben. Ihr habt ein paar Beispielbilder von mir gesehen mit den Einstellungsdaten. Mehr kann ich euch nicht bringen, das ist nämlich kein schwieriges Thema. Kauft euch unten in der Videobeschreibung einfach so eine Kugel und dann geht's los. Vielen Dank, dass ihr dran wart. Bis zum nächsten Mal und tschüss.